alte BMW im Verwaltungszentrum, da arbeite ich halt. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Mitarbeiter von mir, der hat rentnerlich ins Pension gehen müssen. Jetzt haben sie die neue Steuer ausgeschrieben für den, über Zeitung, und haben sie über 100 Leute beworben. Ja, die besten drei haben sie auf deiner geholt zum Vorstellungsgespräch. Und ihr Hauptkriterium Nummer eins war, der junge Mann, der wo kommt, der muss bis 10 sein kommen. Ja, jetzt kommt der erste eine, sagen uns grüß Gott, sagt er grüß Gott, sagt er, können Sie bis 10 zählen, sagt er freilich, sagen uns noch einmal, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Er sagt, das ist schon ganz gut, aber Sie müssen auch viel zahlen. Er sagt, das kann ich nicht. Weil ich war vor der Nase und wir haben noch gezahlt. Und bei 0 ist er abgeflogen. Er sagt, nächster bitte. Dann kommt der nächste, sagen uns grüß Gott, grüß Gott. Sagt er, können Sie bis 10 zählen? Er sagt er freilich. Er sagt er, mach einmal. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Er sagt, Moment einmal, du musst auf 1 bis 10 zählen. Er sagt er, das kann ich nicht. Er sagt er, warum? Er sagt, ich war vorher in der Post und ich habe nur bei den ungeraden Häusl gehabt. Und da habe ich nur bei meinem Brief eingeworfen. Er sagt er, nächster bitte. Dann kommt der nächste eine. Sagt er, grüß Gott. Sagt er, können Sie bis 10 zählen? Er sagt er freilich. Sagt er, machen Sie mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er sagt er, Wahnsinn. Wahnsinn, sagt der Erste, der es euch geschafft hat. Sagt, wo haben Sie vorher gearbeitet? Sagt er, ja, ich war in der Gemeinde, ja, im Verwaltungsvertrag. Sagt er, super, sagt er, können Sie ja weiterzahlen? Sagt er, freilich, Bube, Dame, König, Ass.